Ja, ich bin hier am Kloster Adelberg in Adelberg und von hier aus beginnt nun meine Wandertour entlang des Hauptwanderweg 3 nach Lorch. Ja, es ist ziemlich bewölkt, hat gerade auch ein bisschen getröpfelt, aber ist egal, ich laufe jetzt los. Es sind nur 12 Kilometer bis nach Lorch. So, ich starte nun. So, ich bin jetzt auf dem Weg von Adelberg nach Lorch. Aktuell befinde ich mich am Ortsausgang Adelberg, ja, und mache mich jetzt auf dem Weg nach Brech, vorbei am Wolfgangsee. Ja, und von Brech aus geht es dann weiter Rattenharz runter nach Lorch. Und ja, es ist angenehm bis jetzt zum Laufen. Es hat mal kurzzeitig getröpfelt, aber ja, ich bin gut ausgerüstet für den Fall, dass es regnen anfangen sollte. Aber wie gesagt, man geht ja wandern und es gehört einfach mit dazu. So, und ich laufe jetzt weiter Richtung Wolfgangsee. Das ist, muss so ein Anglersee sein, wo zu Adelberg gehört. Und ja, ich laufe jetzt einfach mal los. So. Ja, von Adelberg bis hierher nach Brech ist es sehr gut ausgeschildert nach Lorch. Und ja, es liegt übrigens auf dem Hauptwanderweg 3. Und ja, Brech, das ist eigentlich ein Weiler Dorf von der Gemeinde Dortlingen. Ja, liegt hier noch auf dem Schurwald. Und ja, ich mache mir jetzt dann auf den Weg nach Rattenharz. Und auf dem Weg dorthin werde ich mal schauen, ob ich den Reinhold-Meyer-Turm finde. Ja, ich bin jetzt oben auf dem Reinhold-Meyer-Turm. Das ist ein Aussichtsturm hier in Brech. Übrigens in Brech hier treffen auch die drei Landkreise zusammen: Göppingen, Rems-Murr und Ostalb. Ja, aktuell habe ich einen ganz tollen Ausblick über zu den drei Kaisern. Staufe, Rechberg und Stuifen. Wunderbare Aussicht auf die Schwäbische Alb runter bis nach Göppingen. Traumhaft, einfach nur traumhaft. Der Reinhold-Meyer-Turm, das ist ein ehemaliger Wasserturm. Der ist 25 Meter hoch und die Aussichtsplattform ist auf 20 Meter. Reinhold Meyer war übrigens der erste Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Ja, was gibt es noch zum Sagen hier? Nichts. Ihr müsst einfach mal hierher gehen, hierher wandern und einfach mal die tolle Aussicht genießen. Und ja, ich laufe jetzt dann die 110 Stufen wieder runter, laufe rüber nach Rattenharz und von Rattenharz geht es dann runter nach Lorch. So, ich genieße jetzt noch ein paar Minuten die Aussicht hier oben und dann mache ich mich auch schon auf den Weg. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und bis dann. Selbstverständlich unterstütze ich die Gemeinde Börtlingen für den Erhalt dieses tollen Aussichtsturms und ja, ich denke, jeder Euro zählt. Und fort ist. Und hier ist das Geld gut angelegt für den Erhalt des Reinhold-Meyer-Turms hier in Brech. Ich liebe solche Wege. Ich liebe sie einfach. Herrlich. Ja, ich bin jetzt angekommen in Rattenharz. Jetzt sind es doch ungefähr 6 Kilometer bis nach Lorch auf dem Hauptwanderweg 3. Ja, Rattenharz, ja, was kann man, soll man dazu sagen? Es wurde 1441 erstmal urkundlich erwähnt und hat rund 200 Einwohner und befindet sich auf, auf dem Südhang des Remstal und ist ein Ortsteil von Lorch. Ja, hier gibt es wohl noch irgendwie eine Kapelle, eine Friedhofskapelle, die wohl 1955 gebaut wurde.
Ja, lokal gibt es hier noch Landwirtschaft. Ja, mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Ist natürlich gelegen hier, wirklich nett eigentlich. Und ja, ich laufe jetzt weiter nach Lorf. Mega, du bist auf dem Dorf, auf dem Land, wie in Rattenharz, wenn es hier noch Kaugummiautomaten gibt. Geil. Ja, die Kapelle hinter mir in Rattenharz, die wurde 1955 erbaut. Ich wäre gern mit euch reingegangen, aber da ist heute eine Taufe und ja, lassen wir die Kindstaufe ihre Taufe sein und ich laufe jetzt weiter nach Lorch. Es sind nur noch 6 Kilometer zu laufen. So, ich bin jetzt in dem Waldstück zwischen Rattenharz und Lorch. Es ist wunderschön zum Laufen. Es war übrigens überhaupt wunderschön. Bis hierher auch alles ganz toll ausgeschildert. Die Strecke Adelberg nach Brech. Ja, ging eigentlich, hat einen leichten Abstieg gehabt. Und dann ging es mal so 200 Meter mal richtig schön hoch. Da hat die Pumpe getan. Mir ist ein Schweiß rausgekommen. Aber so muss es sein. So, und ab Brech bis Rattenharz eben gut zum Laufen. Ja, und jetzt geht es hier durch ein Waldgebiet von Rattenharz runter nach Lorch. Ja, ist angenehm zum Laufen. Muss auch ehrlich sagen, bis jetzt sind mir Wanderer verkommen und zwar am Reinhold-Meyer-Turm. Da war eine Perle. Aber ansonsten bis jetzt hier auf meinem Hauptwanderweg 3 Abschnitt keine Menschenseele, nicht einmal Radfahrer sind mir vorkommen bis jetzt. Ja, aber es ist wunderbar zum Laufen, einwandfrei. Ja, und wisst ihr was? Ich laufe jetzt weiter nach Lorch und ja, dann sehen wir weiter. Ne? Ich habe zu laut geschrien. Ich höre Stimmen. Aber ist mir egal, ich laufe jetzt nach Lorch. Macht's gut, bye bye. Hier seht ihr nochmal das Wanderwegzeichen des Hauptwanderweg 3. Das ist der grüne Baum auf einem grünen Hügel und darunter ein roter Balken. Das ist der Hauptwanderweg von Wertheim über den Schurwald nach Lörrach. So, nach einer wunderschönen Tour von Adelberg nach Lorch bin ich jetzt tatsächlich in Lorch angekommen. Ich stehe gerade auf der Metallbrücke und hier ist die Rems. So, ich werde jetzt weiterlaufen und das Kloster suchen. Wenn ich schon mal hier bin in Lorch, dann möchte ich mir auch den Limes-Turm anschauen, wo hier in Lorch ist. Ach, ich laufe jetzt los und ihr kriegt garantiert mit, was ich jetzt in Lorch noch alles mache. Ne? So. Ich laufe. Ach so, das ist übrigens ein Luftkurort. Lorch. Luftkurort. Jetzt weiß ich das auch. Ja, ich bin jetzt auf meiner Tour am Kloster Lorch angekommen. Ja, das Kloster Lorch war mal früher eine ehemalige Benediktinerabtei. Das ist das Hauskloster gewesen von den Staufer. Das Kloster selber wurde 1102 vom Staufer Herzog Friedrich gestiftet. Ja, es ist eine tolle Anlage hier, wunderbar. Ein Pflegeheim, ein altes Pflegeheim ist da vorne, Seniorenheim. Ja, kostet Eintritt 8 Euro pro Person, aber es lohnt sich wirklich hier eine Besichtigung zu machen und ich, ja,
was mache ich jetzt? Ja, ich schaue mir jetzt hier ein bisschen das Kloster an und dann gehe nach Schloch. Also, ich schaue mir jetzt das Kloster an. Ich bin jetzt in der Klosterkirche vom Kloster Loch. Ist richtig schön hier. Schaut mal die alte Orgel. Dann das Grabgelege. Ja, einer darf ja nicht fehlen in dem Gotteshaus. So, ich gehe jetzt wieder raus in den Klostergarten. So, hoch geht es die Stufen auf den Limes Wachturm in Loch. Loch liegt am Limes Knie und ich besteige jetzt diesen Wachturm. Der Wachturm ist übrigens eine Nachbildung. Boah. Oben. Ja, das war eine ganz tolle Tour jetzt von Adelberg nach Loch. Ich habe mir das Kloster angeschaut. Ich habe mir den Limes Wachturm angeschaut. Und jetzt sogar auch dabei noch festgestellt, dass man hier, wenn man am Kloster oben ist, kann man dann den Hauptwanderweg 3 Richtung Alfdorf laufen. Oder man kann den Limesweg nehmen vom Kloster Loch nach Welzheim. Also ganz tolle Ausgangspunkte. Und ich denke mal, den einen oder anderen Wanderweg werde ich demnächst auch mal von Loch aus machen. Aber jetzt gehe ich erstmal heim. Fahre jetzt mit dem Zug von Loch nach Schorndorf. Von Schorndorf mit dem Bus nach Plochingen. Dann schaue ich mal, ob ich in Plochingen irgendwo Weizenbier trinken gehe, oder einen Wurstsalat esse oder irgendwas. Und dann gehe ich nach Hause, werde mich entspannen und das Wochenende genießen. So, und euch wünsche ich gleich für nächste Woche oder für die kommende Zeit alles Gute, bleibt gesund und ich nehme euch demnächst garantiert wieder mit auf irgendeine Wandertour. Tschüss, euer Rainer. Bye, bye. Macht's gut.